Hallo Investoren, hallo Trader, herzlich willkommen zu unserem Format der Portfoliobilder. Ja, der Portfoliobilder, der ist eine mächtige Softwarelösung, mit der regelbasierte Portfoliokonzepte erstellt und zurückgetestet werden können. Die Bedienung, die ist einfach. Auf Basis fundamentaler und technischer Kennzahlen sowie Chartsignalen können Anlagestrategien entwickelt werden, die wirklich funktionieren. Ganz neu ist nun der Live-Modus, also wenn ein Backtest überzeugend aussieht, dann kann man als Anleger sein Portfolio in den Live-Modus übergeben. Das Portfolio, das wird dann automatisch gemäß dem Regelwerk umgeschichtet und Sie erhalten die Depot-Umschichtungen per E-Mail zugeschickt. Ja, zudem sind unsere Entwickler nun dabei, Kursfehler aus den letzten Jahren, zu denen es leider immer wieder kommt, nach und nach zu beseitigen, was den Portfoliobilder somit immer stabiler werden lässt. Daneben fügen wir nach und nach auch bereits vorgefertigte Templates hinzu, was ich nachher noch kurz zeigen werde. Ja, in diesem Format, da bilden wir ein selbst erstelltes Musterdepot nach, das einmal im Monat besprochen wird. Nachdem der Monat Dezember leicht rückläufig war, ging es im ersten Monat des neuen Jahres leider kräftig bergab, wobei es keinen einzigen Take-Profit zu verbuchen gab. Dagegen überwiegen die Verluste. Letztlich ist das nicht ungewöhnlich, gehören Verschnaufpausen ja auch immer wieder dazu. Ja, und zudem sollte klar sein, dass sich unser Musterdepot ja auch auf US-amerikanische Wachstumsaktien konzentriert. Und bei solchen Aktien, da kann es ja oftmals zu sehr heftigen Schwankungen kommen. Es gab ja bereits Monate, auch in diesem Monat war das so, wo es bei mancher Aktie zu Verlusten von 30% und mehr kam. Ja, und so will ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass dieses Format nur Informationszwecken dient und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgendeines Wertpapieres darstellt. Der TraderFox Portfolio Builder, der ist ein Tool für Anleger, die ihr Geld regelbasiert anlegen wollen. Dabei könnt ihr mit unserem Tool Portfoliosysteme eben nach euren Regeln entwickeln und diese dann bis zu 30 Jahre backtesten. Das Spannende am regelbasierten Vorgehen ist ja die Tatsache, dass so jegliche Überlegungen, die einen Investor oder Trader in der Regel zu einem Kauf oder Verkauf animieren, ausgeschaltet werden. Mit dem Portfolio Builder ist es natürlich auch möglich, nach eigenen Regeln als den hier aufgezeigten Portfoliosysteme zu entwickeln. Wenn ihr beispielsweise nur Aktien handeln wolltet, die ein Gap-Down von sagen wir mindestens 5% aufweisen, dann könnt ihr das natürlich alles machen, alles individuell einstellen. Der TraderFox Portfolio Builder, der ist vor allem bei Vermögensverwaltern und Privatanlegern, die sich mit einem regelbasierten Vorgehen auseinandersetzen, ein beliebtes Tool. Ja, und wie ihr mit unserem Portfolio Builder eure eigenen Strategien entwickelt und backtesten könnt, das zeige ich euch jetzt mal. Also wie immer melde ich mich bei traderfox.de an und dann wähle ich hier das Tool Portfolio Builder aus. Wenn ihr hier oben draufklickt, dann seht ihr unsere verschiedenen Tools. Das sind jetzt inzwischen doch schon einige. Ja, genau. Und hier haben wir die Templates. Es werden jetzt immer mehr, wie ich gerade vorhin gesagt habe, die ihr eben dann anklicken könnt und natürlich auch individuell noch verändern könnt, wenn ihr das wollt. So, hier ist jetzt das aktuelle Tool und die Einstellungen für das aktuelle Format. Und ihr seht schon, ich habe hier den 1. Februar eingegeben, denn da wurde ja auch die Umschichtung vorgenommen. Und ich gehe jetzt mal auf Ranking erstellen. Ja, das dauert immer einen Moment, aber ihr seht schon, es sind aktuell nur zwei Unternehmen auf der Watchlist. Das heißt, man sieht hier schon die Marktturbulenzen, worauf hier diese Einstellungen natürlich dann auch zeitverzögert natürlich reagieren. Ja, ich kann euch jetzt noch ganz kurz zeigen, wenn ihr hier verschiedene Kriterien einstellen wollt, dann muss es am Schluss hier immer eine Gesamtgewichtung von 100% geben. Ihr habt ja natürlich auch die Möglichkeit, Entry Rules zu definieren. Ja, Transaktionsregeln, wenn wir hier drauf gehen, seht ihr, was ihr noch alles einstellen könnt.
die Positionszusammensetzung, ihr könnt einen Hebel einfügen, ihr könnt Stop-Loss oder Take-Profits anwenden. Wie ihr seht, haben wir hier in diesem Format einen Take-Profit von 23%. Leider wurde in diesem Monat kein Take-Profit ausgeführt. Ja, und deswegen kam es auch zu einem Verlust, zu einem Monatsverlust. Den sehen wir uns jetzt gleich mal an. Ja, genau. Und ihr seht schon, wir hatten ja im letzten Monat, glaube ich, eine Depot-Performance von über 140%. Inzwischen ist die auf 112% abgesunken. Das ist wirklich ein enormer Verlust in diesem Monat gewesen. Vom Allzeithoch deutlich zurückgekommen. Ja, wobei das Depot ja auch schon im letzten Monat das Risiko reduziert hatte und nur noch 4 Aktien eingebucht hatte. Und in diesem Monat ist es so, dass nur noch 2 Aktien eingebucht wurden, was eben das Risiko noch einmal deutlich reduziert hat. Der S&P 500, der ist hier als Benchmark eingestellt, der hat im selben Zeitraum 47% Performance erzielt. Ja, um die Survivorship Bias so gut wie möglich zu umgehen, sollte in einem Backtest ein gleichgewichteter Index als Benchmark herangezogen werden, was ihr machen könnt. Da es sich hier allerdings im Bild letztlich nur um die reine Depotentwicklung handelt, zeige ich immer im Vergleich einfach nur den S&P 500, weil damit einfach auch die Depot-Performance besser nachvollziehbar wird. Ja, genau, und jetzt gehen wir auch schon gleich mal auf die Aktien, die ausgebucht wurden, ein. Ja, und es wurden alle 4 Aktien ausgebucht. Das waren Asana, Perficient, Cytokinetics und On Semiconductor. Alle wurden mit einem Verlust von mindestens 10% ausgebucht. Die Charts, die sehen dabei von allen 4 Aktien eigentlich relativ gleich aus, wobei sich On Semiconductor, seht ihr hier, eigentlich am besten gehalten hat und aktuell auch den spannendsten Chart aufweist. So wurde hier zwar zuletzt das Gap von Anfang November angelaufen. Der Kurs, der hat aber genau in diesem Bereich gedreht und baut jetzt aktuell wieder Stärke auf. Das Unternehmen, das hat sich ja auf Chip- und Sensorlösungen für den Automotivbereich spezialisiert. Da es da bereits nächste Woche die Quartalszahlen gibt, würde ich bis dahin mit einem Einstieg warten, das Unternehmen durchaus aber auf die Watchlist setzen. So, und nun kommen wir mal zu den eingebuchten Aktien im Februar. Ihr seht schon, das ist Devon Energy und Marathon Oil Corporation. Ja, beides sind Ölaktien. Und um Missverständnisse zu vermeiden, weise ich darauf hin, dass beide Aktien jeweils nur mit einer Gewichtung von 20% eingebucht sind. Also nicht 50-50 mit jeweils 50%, dann hätten wir ja praktisch eine Vollinvestition. Nein, nur mit 20%, und somit haben wir aktuell eine Cashquote von 60%. Fangen wir mal mit Devon Energy an. Das ist ein unabhängiger Öl- und Gaskonzern in den USA. Zusammen mit seinen Tochterunternehmen beinhaltet das Tätigkeitsspektrum von Devon die Erforschung, die Förderung und die Aufbereitung von Öl und Erdgas sowie den Erwerb entsprechender Produktions- und Transportanlagen. Ein Großteil der Öl- und Gasproduktion des Unternehmens stammt aus Aktivitäten in den USA und Kanada. Außerhalb von Nordamerika ist Devon in Westafrika, in China und Aserbaidschan präsent. Die Aktivitäten von Devon, die konzentrieren sich auf 5 Kerngebiete. Das ist Delaware Basin, dann Eagle Ford, Anadarko und Powder River Basin und Williston Basin. Ihr seht es ja auch hier auf der Karte. Die Anlagen des Unternehmens in diesen, ja, sind doch erstklassige Ressourcengebiete, bieten einen umfangreichen Bestand an Möglichkeiten. Die Marktkapitalisierung, die beträgt aktuell 35 Milliarden US-Dollar. Zu Beginn des Vorjahres wurde eine Fusion mit WPX Energy abgeschlossen und damit nach eigener Einschätzung ein führender Energieerzeuger in den USA geschaffen. Zudem hat man in den Vorjahren das kanadische Ölsandgeschäft veräußert und sich aus dem Barnett Shale Erdgasgeschäft zurückgezogen. Zum Jahresende 2020 beliefen sich die nachgewiesenen Reserven von Devon auf insgesamt 757 Millionen Barrel Öläquivalent und die Nettoproduktion, die lag in diesem Jahr bei 333 Millionen Barrel pro Tag.
Tag. Das Portfolio, das bietet nach Einschätzung des Vorstands eine stabile, umweltverträgliche Produktion und eine Plattform für zukünftiges Wachstum. Ja, allerdings muss man sagen, dass in den letzten Jahren die Geschäfte nicht immer unbedingt rund liefen. Für das dritte Quartal 2021 meldete das Unternehmen einen Nettogewinn von 838 Millionen US-Dollar bzw. 1,24 US-Dollar pro verwässerte Aktie. Also das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Der operative Cashflow belief sich auf 1,6 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 46% gegenüber dem Vorquartal. Die Aktie, die konnte zuletzt deutlich zulegen, wobei die Aktie nur mit einem KGV für 22 von 8,5 bewertet ist. Das Unternehmen, das hat auch seine Finanzlage weiter gestärkt. Die Barguthaben, die stiegen im letzten Quartal um 782 Millionen US-Dollar auf insgesamt 2,3 Milliarden. Das Unternehmen, das beabsichtigt, seine Finanzkraft weiter zu verbessern, indem es in den Jahren 2022 und 2023 Anleihen mit niedrigen Prämien in Höhe von rund einer Milliarde US-Dollar zurückzahlt und kündigt. Zu beachten ist aber, dass die Risiken hoch sind, weil die Geschäftsaussichten stark an die Energiepreise gekoppelt sind. Zudem handelt es sich um eine sehr kapitalintensive Branche, deren Wert aus der Förderung von Rohstoffen mit sehr volatilen Preisentwicklungen einhergeht. Kurzfristig könnte die Aktie aber durchaus einen Trade wert sein, da die Stimmung in der Energiebranche aktuell ja gut ist und der Zusammenschluss mit WPX deutliche Möglichkeiten für Kosteneinsparungen eröffnet. Ja, die Aktie von Devon Energy, die befindet sich in einem mittelfristigen stabilen Aufwärtstrend. Seit dem Tief im März 2020 betrug der Kursgewinn gut 1000%. Auf Sicht von 10 Jahren befindet sich die Aktie allerdings immer noch 2% im Minus, was auch die Volatilität verdeutlicht. Für einen kurzfristigen Einstieg würde ich mir einen Rücklauf in den Bereich von 47 US-Dollar wünschen. Das letzte Zwischentief im Bereich von 44 US-Dollar könnte dann als Absicherung dienen. Aufgrund der Volatilität sind Rückläufe durchaus möglich, die dann wiederum schnell zu einem Vorstoß auf ein neues Hoch führen könnten. Gut, kommen wir zum zweiten Unternehmen. Marathon Oil handelt, da handelt es sich, wie der Name eben schon sagt, auch um ein Energieunternehmen. Die Kerngeschäfte von Marathon, die sind die Produktion und die Vermarktung von Kohlenwasserstoffen, also Ölsand und Erdgas. Außerdem fördert die Firma Öl. Die Operationen, die konzentrieren sich auf Vorkommen in Nordamerika, Europa und Afrika. Das Unternehmen, das hält Anteile an Ölsandförderstätten in Kanada, und Marathon Oil hat seinen Sitz in Houston in Texas. Die Marktkapitalisierung, die beläuft sich auf 16 Milliarden US-Dollar. Ja, im dritten Quartal konnte das Unternehmen mit einem Umsatzplus von 27% auf 1,45 Milliarden US-Dollar überzeugen, bei einem Gewinn von 0,28 US-Dollar je Aktie. Daneben sprudelt aktuell der freie Cashflow, wobei nun bereits zum dritten Mal in Folge die Dividende erhöht wurde. Zudem wurde ein Aktienrückkaufprogramm von 500 Millionen US-Dollar angekündigt. Die Nettoverschuldung, die wurde im letzten Jahr deutlich reduziert und liegt nun bei 3,5 Milliarden US-Dollar, was vor allem auch auf die steigenden Energiepreise zurückzuführen ist. Aufgrund sinkenden Bohrlochkosten wurde zuletzt die Prognose für die Produktion erhöht. Dabei stellen die hohen Öl- und Gaspreise einen zusätzlichen Rückenwind für das Unternehmen dar. Aufgrund der Tatsache, dass das Unternehmen nicht nur in den USA bohrt, sondern auch in Äquatorialguinea große Vorkommen besitzt, hat es den Vorteil, viel effizienter als reine US-Wettbewerber den europäischen und den asiatischen Markt bedienen zu können, wo aktuell eben auch viel höhere Energie- bzw. Erdgaspreise bezahlt werden.
als das derzeit in Nordamerika der Fall ist. Aufgrund der guten Diversifikation des Portfolios ist Marathon Oil meines Erachtens ein attraktiver Übernahmekandidat, da es noch viele Liegenschaften hat, die erkundet und erschlossen werden können und zugleich die Verschuldung wieder auf ein attraktives Niveau zurückgekommen ist. Ja, nichtsdestotrotz gilt bei Marathon Oil wie auch bei Devon Energy, dass die Förderkosten eben hoch sind und zum Teil mit erheblichen Unsicherheiten verbunden sind, wobei der Aktienkurs sehr schwer darunter leiden würde, wenn die Ölpreise unerwarteterweise wieder deutlich sinken würden. Ja, das Unternehmen, das wird am 16. Februar seine Quartalszahlen präsentieren. Hier sollte man mit einem Einstieg, denke ich mal, auch abwarten. Gut, sehen wir uns zum Schluss noch den Chart an. Die Aktie von Marathon Oil, die ähnelt dem Chart von Devon sehr stark, wobei Marathon gestern bereits auf ein neues Hoch ausbrechen konnte. Auch hier würde ich aufgrund der Volatilität lieber einen Rücksetzer kaufen, als jetzt direkt mit dem Hoch mitzugehen. Während der Chart mittelfristig durchaus einen starken Aufwärtstrend, wie ihr sehen könnt, aufweist, befindet sich die Aktie langfristig gesehen noch im Abwärtstrend, wobei dieser Trend gebrochen würde, wenn das Hoch aus dem Jahr 2018, das liegt bei 24 US-Dollar, fallen würde. Der Anlauf des Allzeithochs bei 40 US-Dollar wäre dann der nächste Zielpunkt. Ja, wir sind heute schon am Ende angekommen. Ich hoffe, das Format hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und ich verabschiede mich bis zum nächsten Monat. Bis dann, sagt Andreas Haslinger.